Ho, ho, ho. Ich wünsche euch allen ein fröhliches Nikolausfest. Genau, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur zweiten Adventfolge. Heute ist Sonntag, heute ist Nikolaus. Das fällt heute beides zusammen. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Schokolade in euren Stiefeln. Genau, und ich würde sagen, wir starten gleich mal direkt rein. Bevor wir reinstarten, fände ich richtig cool, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Und ja, damit zeigt ihr vielleicht, dass ihr auch nach der Adventszeit auch noch diese Serie sehen wollt. Und ich muss euch sagen, ich habe über 3 Stunden, fast 4 Stunden Gameplay aufgenommen, habe das Zeug wieder geschnitten, Musik drunter gelegt und das ist echt so aufwendig, Leute. Für das Video brauche ich jetzt hier 5, 6 Stunden Arbeit. Und ja, damit ihr wirklich zeigt, dass diese Arbeit das wert ist, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, das ist richtig nice. In der letzten Folge habt ihr über 120 Daumen nach oben rausgehauen. Unfassbar, danke dafür und jetzt geht's los. Wir starten direkt mal hier rein mit den 15.000 Münzen für die nächste Foodcraft-Runde. Welche Aufstellung nehmen wir? Ich dachte mir, wir nehmen die 4-3-3-Aufstellung, weil ich damit ganz gut klarkomme. Also ist die beste von denen, die hier dabei sind. Und als Captain, yo, Luis Suarez in Form. Dann haben wir direkt im Anschluss noch Iniesta in Form bekommen. Und dann habe ich mir so gedacht, yo, bauen wir einfach mal hier so ein BBVA-Team. Jetzt die Mittelfeldspieler sind nicht allzu gut. Mit, wer ist das? Keine Ahnung, Benat oder so heißt der. Und naja, jetzt geht's nicht so prickelnd weiter, aber naja, Messi. Messi, Suarez, Iniesta. Die 3 Spieler haben wir bis jetzt schon mal und das ist doch mal unfassbar krass. Jetzt noch Danilo dazu. Das rasiert schon ganz schön hart. Jetzt kommt noch Pepe. Besser kannst du auch eigentlich gar nicht laufen. Jetzt brauchen wir nur noch auf der Auswechselbank einen LM. Außer BBVA. Und dann haben wir ein komplettes BBVA-Team. Läuft doch perfekt. Und da haben wir Kone Plyanka und Neymar. Neymar, Suarez, Messi. Wir haben einfach die komplette Barcelona-Offensive. Die rasiert doch mal mehr als kein anderer Verein auf der ganzen Welt. Vielleicht noch Real Madrid mit Ronaldo, Benzema und Bale. Aber das zweitstärkste Duo, das zweitstärkste Trio ist Neymar, Suarez und Messi. Und das haben wir jetzt hier im Fooddraft und das muss doch was werden. Und der Rest vom Team sieht auch nicht schlecht aus. In der Verteidigung haben wir dann Mustafi und Pepe. Im Angriff, wie schon eben gesagt, Danilo haben wir dann noch dabei. Und der erste Gegner ist gefunden. Er hat einfach mal in Form Ronaldo, auch in Form Iniesta. Das Mittelfeld von ihm ist ein bisschen stärker aufgestellt mit Isco und Rakitic. Ansonsten hat er noch hier, wie heißt er, Carlos Vela im Angriff. Ist nicht schlecht. Und da beginnt er gleich mal hier in der 5. Minute. Was passiert da, Leute? Der Ball springt 10-mal weg. Landet wieder 10-mal beim Gegner und er schießt das 1-0. Das ist doch bitter. Egal, ich mache hier weiter. Lass mich nicht unterkriegen. Rasier hier ein bisschen rum mit Luis Suarez. Lauf rein, schieß drauf und... Was ist das? Wie kann denn Luis Suarez mit über 90 Finishing so einen Ball nicht versenken? Das ist doch lächerlich. Jetzt macht der Gegner hier mal weiter in der 30. Minute. Er schickt einfach komisch nach vorne, pölt den Ball weg. Mein Verteidiger verkackt es. Er schießt drauf, haut eine härtere Wumme als was weiß ich wie einer raus hier. Der kann besser schießen als Luis Suarez. Ist klar, dann steht schon 2-0. Jetzt fange ich den Ball mit Messi ab. Flank rein und... Was macht dieser Luis Suarez? Der kann ja mal gar nichts. Er kann nicht mal einen Kopfball reinschießen. Jetzt geht's weiter hier. Komm, rein da, schieß drauf und... Direkt in die Arme von Diego Alves. Egal, ich mache immer noch weiter. Jetzt geht's hier weiter mit Luis Suarez. Der schießt drauf und... Bei Diego Alves direkt in die Arme. Luis Suarez ist die größte Pfeife, die ich jemals gesehen habe in FIFA. Und damit haben wir im ersten Spiel verloren. Wie kann sowas passieren? Das ist doch mal lächerlich hoch 10. Keine Ahnung. Egal, wir holen uns die Belohnung ab. Was kriegen wir? 2 Goldsets und ein Silber-Spielerset. Die machen wir natürlich auf. Was haben wir im Silberset? Komm, vielleicht eine Innenform, was auch immer, ist ja egal. Nee, wir haben wenigstens einen Rare-Spieler, der sieht ganz in Ordnung aus. Ist aber nichts wert, der wird nicht verkauft. Ich habe es hier versucht, aber das hat nicht groß was gebracht. Wir sehen das hier im Schnelldurchlauf und dann sind wir gleich schon beim ersten Goldpack angelangt. Und was haben wir im Goldpack? Wir haben einen Non-Rare-Spieler. Jawohl, der ehemalige Linksverteidiger außer Serie A ist das, glaube ich. In FIFA 14 war der ganz gut. Ich biete das Zeug hier alles an, wenigstens haben wir noch 1000 Münzen bekommen, das ist dann, ja, ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall, so viele Münzen bringt uns das insgesamt nicht. Jetzt sind wir beim nächsten Pack schon, da haben wir auch nicht groß irgendeinen geilen Spieler gezogen. Nichts ist was wert. Ich habe alles angeboten, habe versucht alles zu verkaufen. Einiges ist auch weggegangen, nur wenn wir jetzt mal schauen, wir haben nur 4000 Münzen und es fehlen noch über 10.000 bis zum nächsten Fooddraft. Also, ja, da müssen wir einiges tun.
Ich habe mir gedacht, als erstes gehen wir mal in die Liga, da spielen wir dann ein Spiel noch und gewinnen, damit wir den Ligatitel gewinnen. Hier haben wir den ersten Gegner gefunden mit einem Koreaner-Team, das wird nicht einfach. Trotzdem, ja, schaut euch das hier an. Schaut euch die Situation an, genießt sie mal. Schaut euch mal an, wie oft der Ball von mir abprallt. Und jetzt, jo, macht der Gegner ein Tor. Erinnert doch recht stark an das Spiel eben im Foodcraft-Modus. Direkt zu Beginn denkt sich das Spiel so, yo, ich spaste mal wieder rum. Gebt dem Gegner dann, also meinem Gegner, gibt er dann einfach mal ein Tor. Ich habe einen Elfmeter, versenkt den auch nicht. Und das ist doch jetzt mal absolut bitter für mich. Also, heute ist echt nicht mein Tag, muss man wirklich sagen. Egal, komm, jetzt hier eine Bumme zum 1:1. Wenigstens das gelingt mir hier. Jetzt mache ich immer noch weiter hier. Yo, komm, lauf mal in der 70. Minute in den 16er. Schießen aus der kurzen Ecke drauf und ja, der geht rein. Warum solche Tore dann reingehen und ein Schuss von Luis Suarez nicht reingeht, das verstehe ich nicht. Naja, der Gegner gleicht aus zum 2:2 und damit wird es nochmal richtig spannend hier zum Ende hin. Ich werde in der 90. Minute umgeklatscht, kriege den zweiten Elfmeter und den zweiten Elfmeter kann ich versenken. Jawoll, und damit ist das Spiel gewonnen. 2.500 Münzen haben wir dazu verdient und das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Hier sehen wir es, 4 Siege, 0 Niederlagen, so sieht doch eine gute Bilanz aus. Mittlerweile sind da noch schon ein paar Sachen verkauft. 7.000 Münzen haben wir jetzt auf dem Konto und ich habe mir so überlegt, ich habe doch noch gar nicht diese Aufgaben da für den Manager erledigt, damit ich ein Goldpack bekomme, was ich dann hinterher verkaufen kann und daraus dann so ein paar Münzen nochmal rausziehen kann. Erstmal den Verein umbenennen in Adventdraft, dann leihen wir uns hier einen Spieler aus. Ich habe mir so gedacht, yo, Hulk ist ganz cool, den nehme ich doch gerne in meinen Verein für 8 Spiele. Die nächste Aufgabe ist, dass wir in den Pokal gehen und dann bietet sich natürlich der Bronze-Pokal an, weil wir so ein schlechtes Bronze-Team haben. Ich habe das Team mal so ein bisschen umgestellt, suche nach einem Gegner und ja, wie kennen wir das denn von EA? Also ich suche nach einem Gegner und finde natürlich keinen. Ich versuch's nochmal, komm, vielleicht war das nur ein Fehler und wir finden wieder keinen Gegner. Bullshit, so eine Kacke. Da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, haben auch einige von euch wahrscheinlich gesehen. Zwangsläufig muss ich dann in den Goldpokal, weil nirgendwo anders Leute spielen. Und im Goldpokal, ja, trifft man auf Goldteams, ne? Ist ja logisch. Und der Gegner hat hier ein krasses Team. Ich habe aber 2:1 gewonnen. Da kann man echt stolz drauf sein, würde ich mal behaupten. Also ist das schon mal ganz gut gelaufen. 8 Manageraufgaben haben wir dann jetzt schon fertig. Die nächste Aufgabe ist, erstelle dir eine Mannschaft. Ich erstelle mir hier ein Team. Die nächste Aufgabe ist erfüllt. Die nächste Aufgabe ist, yo, pack mal da so einen Dream Squad Spieler in dein Team. Liebend gern, mache ich gerne. Dann der nächste Punkt ist, dass wir den Dream Squad Spieler ersetzen. Ist dann ein bisschen ärgerlich, weil wir ein bisschen Verlust machen, weil wir ihn halt nicht gebrauchen können. Wir müssen ihn wieder verkaufen. Nehme ich aber natürlich auch gern mit, weil wir halt ein Gratis-Set bekommen und das Gratis-Set zahlt sich aus. Da kriegen wir auch nochmal ein paar tausend Münzen raus. Der nächste Punkt auf der Liste ist, dass wir gegen das Team der Woche antreten. Beginnt hier ganz gut für mich auf Halbprofi, 2:0 für ich mit meinem schlechten Bronze-Team. Und es geht dann 3:2 für das Food Team of the Week aus. Der Computer meinte dann mal so plötzlich, ja, jetzt muss ich mal ein bisschen rasieren. Der Spieler soll natürlich keinen Spaß am Spiel haben. Ich gewinne dann mal eben 3:2, schieße ein paar Tore und dann ist alles super. Mittlerweile versuche ich so ein bisschen zu traden. Mit Begovic einen bekomme ich hier auch, wie ihr seht. Den konnte ich dann mit 100 Profit verkaufen. Aber 100 Coins sind halt nicht wirklich viel. Da kriegt man aus dem Spiel schon mehr raus. Und ich weiß nicht, wenn man so wenig Spieler nur bekommt, dann ist es ärgerlich. Also wenn ich jetzt 10 Minuten nach Begovic suche und einen finde und 100 Profit rauskriege, das ist, ja, das macht dann keinen Spaß. Und die einzige Möglichkeit, wirklich jetzt hier effektiv an Coins ranzukommen, ist wirklich das Spiel zu spielen. Und mit dem Bronze-Team zu spielen, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, habe mir dann hier ein eine Super-League-Team zusammengestellt. Muss ich zwangsläufig auch noch machen, weil ich eine Aufgabe mit 100 Chemie erfüllen musste, dass ich ein Team mit 100 Chemie habe. Und das geht halt nur, wenn du dir ein Team selber zusammenstellst. Die Aufgabe haben wir jetzt hier auch gleichzeitig erledigt. Und ich kann jetzt hier so ein bisschen besser spielen. Im ersten Spiel bricht der Gegner ab. Bei einem Stand von, keine Ahnung, hier steht es jetzt 3:1. Im nächsten Spiel bricht der Gegner auch ab. Und dann gehen wir jetzt mal ins nächste Spiel. Steht es 3:0 in der 12. Minute und der Gegner bricht auch ab. 3 Spiele haben wir jetzt also schon mal gewonnen. 9 Punkte, das ist doch schon mal ein guter Weg zum Titel. Und ja, ich in der Zwischenzeit trade ich dann mal so ein bisschen mit den Fitnesskarten, weil ich möchte jetzt nicht so monoton sagen, das habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen, das habe ich gewonnen. Und jetzt haben wir 15.000 Münzen, das war's. Ich möchte zwischendurch nochmal so ein bisschen traden, für ein bisschen Abwechslung sorgen, dass es nicht so langweilig wird für euch. Und mittlerweile haben wir das nächste Spiel mal verloren, ist ärgerlich, passiert aber natürlich immer mal.
Kann man nichts machen, muss man mit leben. Die Fitnesskarten können wir jetzt hier alle anbieten. Da habe ich einige von bekommen, ist echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so viele bekomme. Das funktioniert hier heute echt gut mit den Fitnesskarten. Hat ja in der letzten Episode nicht so geklappt. Und dann sind wir schon im nächsten Spiel. Hier geht's weiter und der Gegner bricht auch ab. Leute, was ist denn heute los? Schon 4 Rage Quits. Hier habe ich nur 1-0 geführt. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Punkt zum Titel. Ich schieße ein Tor, der nächste Gegner bricht auch ab. 5 Rage Quits. Und damit haben wir 3500 Münzen verdient. Nicht 500, 3200, weil das Spiel nur so kurz war. Ja, perfekt. Wir haben dann jetzt mittlerweile schon einige Coins gesammelt. Das Team, das Türkenteam habe ich jetzt mal abgestoßen, weil wir die Spieler natürlich nicht gebrauchen können. Die verlieren an Fitness, die verlieren an Verträgen. Und dann müssen ja irgendwann ausgewechselt werden. Ich habe die ja recht günstig gekauft, dass ich die ohne Verlust, ohne großen Verlust abstoßen konnte. Und jetzt bleiben noch, glaube ich, 3 Punkte übrig, die wir erfüllen müssen. Einmal müssen wir unseren Vereinsball ändern, dann müssen wir die Trikots ändern und dann müssen wir noch einen Chemistry-Style anwenden. Und weil ich natürlich Dortmund-Fan bin, kaufe ich mir so Retro-Dortmund-Trikots, die habe ich recht günstig bekommen. Dann kaufen wir noch einen Ball für 150, dann noch eine Chemistry-Style-Karte, Basic Torhüter Chemistry Style Karte für 200 gekauft oder für 150 irgendwas. Das wende ich alles an hier und jetzt gleich ist es soweit. Wir haben das Set. Was ist drin vorhanden? Komm schon, einen geilen Spieler und es ist Eden Hazard. Nichts. Bisschen getrollt, aber kann man mit leben mit dem Typen. LM sieht nicht schlecht aus. Kann man nicht verkaufen? Was ist das denn? Leute, ich spiele gegen diesen fucking Computer. Ich erfüll diese ganzen blöden Aufgaben, wo ich gar keinen Bock drauf habe und kann die Sachen nicht verkaufen. Untradable, was macht das für einen Sinn? Das ist ein Pack, was man geschenkt bekommt, wenn man viele Aufgaben erledigt. Das ist doch Bullshit. Wie kann man sowas ins Spiel einprogrammieren? Mittlerweile habe ich jetzt hier schon wieder 2 Spiele absolviert, um ja an Münzen dran zu kommen, weil ich aus dem Pack keine Münzen bekommen habe. Wir haben 14.200 Münzen jetzt erreicht. Mit dem Pack hätten wir locker 15.000, aber EA muss uns natürlich verarschen. Die Fitnesskarten wurden alle verkauft. Mit allen Karten haben wir schön 50 Profit gemacht. Das sieht man auch gerne. Und jetzt, ja, ich muss an Münzen kommen. Ich habe alles abgestoßen, was ich habe. Ich habe nichts mehr im Verein, was ich abstoßen kann, außer für 0 Münzen. Und es reicht immer noch nicht. Ich muss weiter traden, ich muss weiter Fitnesskarten kaufen, ich muss sie weiter verkaufen. Da bin ich jetzt hier mal richtig aktiv geworden, habe nochmal einiges eingekauft, weil wenn man mit Fitnesskarten 800 Profit machen will, da muss man schon gut investieren. Und ich habe natürlich nicht so viel Geld zu investieren, deswegen ist das ein bisschen kritisch. Und auf der Konsole geht das natürlich alles auch relativ langsam, weil ich immer mit dem Steuerkreuz hoch und runter skippen muss. Und weil EA ja so freundlich war, dass die maximale Preisrange jetzt immer eingestellt ist, muss ich von 5000 runter auf 1000 und das dauert natürlich seine Zeit. Mittlerweile bestreite ich dann mal noch ein Spiel, weil ich ja ein paar rote Karten im letzten Spiel gekriegt habe, weil ich ein bisschen Frust hatte. Naja, egal. Auf jeden Fall brauchen die jetzt noch eine halbe Stunde, bis sie ablaufen. Vielleicht habe ich dann genug Münzen, wäre cool. Sehen wir dann gleich. Und es fehlen 200 Münzen. Wir haben eben 200 Münzen für einen Ball ausgegeben, 200 Münzen für Trikots, um die Aufgaben zu erfüllen. Das habe ich im Anschluss abgestoßen und deswegen fehlen jetzt Münzen zu den 15.000 und wir haben keine Münzen aus dem Pack rausgekriegt. Das war ja mal richtig bitter jetzt. Egal. Mittlerweile habe ich da nochmal ein paar Karten angeboten, die jetzt nicht, nicht onscreen, habe ich offscreen gemacht. Und jetzt mittlerweile haben wir 15.187 Münzen und sind damit gewappnet für die nächste Folge. Naja, ich habe jetzt hier genug schlechte Laune verbreitet, genug gehatet und was auch immer. Aber es waren auch wirklich schöne Momente dabei, muss man sagen. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Ich habe viele Spiele absolviert, habe häufig gewonnen. Die Bilanz sieht echt klasse aus. Ich glaube, das ist 12-0-5. Ich gewinne im Durchschnitt immer mehr als 2 Spiele in Folge. Das ist nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Und wenn ihr jetzt wirklich noch dran seid, das interessiert mich mal, ob ihr euch wirklich die Zeit nehmt und hier 13, 14 Minuten euch ein Video von mir anschaut, in das ich ewig lange Zeit rein investiere. Ich habe heute, glaube ich, um 14, 15 Uhr angefangen. Jetzt ist es gerade 8:45. Ich sitze jetzt hier seit 6 Stunden dran oder so an diesem Video. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann schreibt bitte ein Pluszeichen in die Kommentare, damit ich wirklich weiß, lohnt sich das, so ein langes Video zu machen oder lohnt es nicht? Genau, und wenn ihr jetzt immer noch dran seid, dann haut auch nochmal einen Daumen nach oben raus, das würde mich richtig freuen, weil ich möchte wirklich sehen, dass ihr sowas hier sehen wollt, dass sich die Arbeit lohnt. Und jetzt wünsche ich euch noch ein frohes Nikolausfest und ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag.